Hallo, ich bin die Nina Dulek. Ich bin Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern und ich zeige euch heute mal, wie ich einen Waschbär zeichne. Und zwar mit den Grundformen. Und zwar habe ich mir vorher einen Waschbär auch ganz genau angeguckt. Im Film und in Büchern, auf Fotos und ein Modell habe ich mir auch angeschaut. Und zwar ganz, ganz lange, bis ich die Grundformen gesehen habe. Und deswegen kann ich euch das einfach so aus dem Ding zeigen, aus dem Stegreif haben wir erstmal das hier. Grundformen sind ja die Dreiecke, die Kreise und Rechtecke und so weiter. Aber man kann sich natürlich auch Grundformen ausdenken. Zum Beispiel gibt es ja meine Bohne. Meine Bohne ist hier. Okay? Heute lege ich mal ein bisschen mehr Schwerpunkt einfach auf diese Grundformen. Denn ausmalen könnt ihr ja dann eigentlich auch ohne mich. Hier sind die Hände, die Füße, die Pfoten. Und hier zeige ich noch hinten. Das ist auch übrigens eine Grundform. Die kann man so sehen. Sein Ärmchen. Vielleicht ist es auch eher hier. Fehler machen ist immer erlaubt beim Zeichnen, weil dadurch lernt man. Ist kein Grund, den Stift in die Ecke zu pfeffern. Außerdem gehen die davon kaputt. Also bitte nicht pfeffern, die Stifte. Welche Stifte ich übrigens benutze, ist komplett egal. Ich zeichne total gerne mit Buntstift und auch welche Firma man da benutzt, ist eigentlich komplett egal. Hauptsache, sie funktionieren. Kann ja mit allem zeichnen. Fast mit allem. Dreieckchen für die Nase. Die Äuglein. Da mache ich hier so Kreise rein. Dann haben die so eine Maske. Das ist im Grunde wie so eine Wurst. Oder wie eine Bohne. Stimmt. Sieht auch wieder aus wie eine Bohne. Dann haben sie so ein graues Käppchen hier oben. Weiß ich. Weil ich es mir angeguckt habe. Und hier mache ich noch diese Streifen. Und die biege ich so ein bisschen. Weil wenn man da mal so in 3D denkt, dann ist das hier wie so eine Wurst. Seht ihr das? Also wenn ich es aufschneiden würde, diesen Schwanz, was wir natürlich nicht wollen, dann wäre das im Grunde eine Wurst und das wären die Schnittflächen. Und wenn ich das so biege, dann habe ich direkt so ein kleines bisschen Perspektive drin. So, dann natürlich noch Fell und so weiter und so weiter. Aber das könnt ihr selber machen. Ich deute es jetzt nur mal an, damit ihr ungefähr wisst, was für eine Farbe haben Waschbären. Hilft, einen echten mal gesehen zu haben, wie ihr gerade schon wieder feststellt. Die sind grau, dann haben sie hier unten die Füßchen, die sind schwarz. Die grundiere ich immer gerne mit braun, weil dann wird es ein bisschen wärmer. Aber sie sind schwarz. Die Maske ist natürlich auch dann schwarz. Warte mal. Wie war das mit dem Braun? Also innen drin. Da zeichnet ihr am besten um die Augen drumherum, weil sonst sieht man die nicht mehr. Dann wird es ein bisschen knifflig. So viel zeige ich euch jetzt noch. Und den Rest dürft ihr selber machen. Hier habe ich wieder mit Braun grundiert. Und mit Schwarz kommen wir dann drüber. Aber letztendlich, obwohl ich ihn gar nicht ausmale, könntet ihr schon entdecken und erkennen, dass es sich um einen Waschbären handelt. Ich bin gespannt auf eure eigenen Waschbären, die ihr jetzt zeichnen werdet. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zeichnen. Vergesst nicht, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, weil mir fällt garantiert noch was ein. Oder ihr bringt mich auf Ideen. Wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.